Liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob Schwammkopf Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Ja, wir machen heute ein bisschen weiter. Wir machen heute das Ding hier, wollte ich mal eigentlich angehen. Dieses Taxi-Ding. Und ja, mal schauen, was es da so heute. Ach, zu den Quallen. Ach, so Taxi. Ah. Ich hätte gern das getan. Wir müssen... Ah, wir gehen zu den Quallenfeldern. Okay. Ich glaube, da können wir uns sowieso größtenteils nicht. Ja. Gucken wir einfach uns das ganze Ding mal an. Wie gesagt, und herzlich willkommen zurück. Ah, die grünen Hügel der Quallenfelder. Ein Ort, um die pure Natur zu erleben. Und manchmal auch ein paar Stiche. Na toll. Au. Au. Wir sind heute mit Thaddäus mal unterwegs. Thaddäus, alles in Ordnung? Noch nicht. Nichts ist in Ordnung, du Sprottenkopf. Sehe ich aus, als wäre alles in Ordnung? Ja, du siehst immer so aus, wa? Naja, deine Nase sieht ziemlich groß aus. Ich meine größer als üblich, denn sie ist auch sonst schon ziemlich groß. Und du schwitzt und... Ach du meine Güte, du hast eine Glatze! Ich hatte schon immer eine Glatze, aber jetzt bin ich überall zerstochen. Nun, laut des Quallenfischerfeldhandbuchs können heftige Quallenstiche effektiv behandelt werden, indem man eine dicke Schicht Gelee des Quallenkönigs auf die betroffenen Stellen schmiert. Quallenkönig! Ja, dann wirst du wohl zum Göffelberg aufbrechen und durch die gemeinen Tentakel des Quallenkönigs einen schrecklichen Tod sterben müssen. Ich bleibe hier und leide derweil an unerträglichen Schmerzen. Klar, mach noch schön Druck hier. Mach das. Keine Sorge, Thaddäus. Ich werde dir das Gelee des Quallenkönigs bringen, damit du dich überall damit einreiben kannst. Na denn. Dann gehen wir mal wieder ran. Schenke öffnen ist klasse. So. Es glänzt. So, gucken wir mal gerade hier, was hier steht. Das ist Schlamm. Zwei Bette können nicht schwimmen. Pass also auf, dass sie nicht in den Schlamm fallen. Ey, ihr lebt unter Wasser. Also ihr dürft das Blaue nicht berühren, oder was? Aber das ist eine Socke. Gut. Warte mal kurz. Ich will mal kurz lesen. Das ist eine Teleportkiste. Wenn du bei der Teleportkiste dagegen geöffnet hast, kannst du dich von einer zur anderen teleportieren, indem du hineinspringst. Da ist sogar eine Unterhose dabei. Okay. Das heißt, wir müssen also erstmal... Heute können wir keine Quallen fangen. Ich muss nämlich Roboter fangen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. So, was haben wir heute bekommen? Okay, wir müssen... Ja, sowieso Gilly holen. Autsch! Au! Ah, ich kann den die Roboter sogar zerstören. Kann ich das? Okay, ich kann also auch die Quallen. Okay, gut zu wissen. Die Raketen kann ich nicht, aber die Quallen kann ich. Jut! Ja.
Upsi. Ich muss dringend aufpassen, dass ich hier nicht zu sehr rasiert werde, weil, ich habe nur noch eine Unterhose, quasi mehr oder weniger. Tot. Wir haben also unseren ersten Todesfall. Solange ich eckig und ein Schwamm bin, werde ich Bikini Bottom nicht im Stich lassen. Ah, okay. Okay, wir müssen dann auf das Level nochmal neu machen, mehr oder weniger. Roboter. Autsch! Schnauze. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Oh ja, frischer Unterbox. Ja. Ah, komm, mit den. Ah, jetzt aber hier. Jetzt haben wir. Meine Fresse. Zähes Ding. So. Also ja, die Teleportkiste, wie gesagt, wir brauchen die andere noch davon. Ja, da ist was. Da vorne ist eine Unterhose, hä? Ist da hoch überhaupt? Doch, ja klar, wollte gerade sagen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. So, die nehmen wir mal alle mit komplett hier. Ach so, okay. Die Unterbox kriege ich nicht, weil, Schnitz. So, die Unterbox kriege ich nicht, weil ich schon quasi mehr oder weniger voll ausgestattet bin. Schenke öffnen ist klasse. Zu hübsch. Ich halte es nicht aus. Sehr geil, wir haben zwei Roboter auf einmal gekriegt. Autsch. Ah ja. Jetzt, mein Gott, das Ding ist aber zäh. Okay. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Sehr schön. Oh, dass wieder irgendwas versteckt ist. Sehr schön. Das sind ganz viele. Hilfe! Ich will hier raus. Eine Socke! Ich bin mir sicher, das zurückzubekommen. So, die haben wir mitgenommen. Okay, wir können nicht schwimmen. Da fallen ganz viele Dinge runter. Also so Kugelfischer sehe ich das gerade. Aber da können wir gerade nicht ran. Da müssen wir noch irgendwas freischalten für. Okay, dann machen wir das doch irgendwann mal. Gucken wir uns mal genauer an. Thank you.
viel habe ich denn überhaupt? Ja. Die Brücke bauen wir doch wieder glatt auf. Das ist ein Checkpoint. Wenn du besiegt, nachdem du ein Checkpoint aktiviert hast, wir gehen zum Checkpoint neu anstatt am Anfang dieses Bereichs. Okay, sehr geil. Klappe. Ich weiß, dass da hinten jetzt die ganzen Kugelfische runterkommen, aber... Blöde Frage, komme ich da... Fallen die hin? Die fallen einfach nur da runter, ne? Okay. Mit. Ei. Man nennt mich auch Schwamminator. Der Schwamminator, yo. Die Frage, na, da ist eine Unterhose, damit kann ich mich wieder so ein bisschen heilen. Ein neuer Schwamm. Ja, ich kann ja immer mal wieder, wie ich wieder... Warte mal, hier oben ist doch irgendwas. Das ist eine Frierfrucht. Durpatte kann die Frierfrucht nutzen. Okay, wir können also noch nichts mit der machen. Da ist irgendwas. Okay, das coole Ding habe ich. Tschüss, Roboter. Eine super Kombi. Die nehmen wir mal beide mit, die Roboter. Umso mehr Roboter wir zerlegen, umso besser ist es. Ei. Jelly. Ich muss diese Kanone eigentlich deaktivieren? Blöde Frage, nächste Frage. Aber wo waren die zweite Kiste? Frisch wie eine Frühlingsbrise. Oh, wie funkelnd. Diese Kanone deaktivieren da. Bin ich da jetzt so hoch ohne Frage? Eine weitere Frage? Autsch! Ja. Okay, gut zu wissen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Jawohl. Hey Gary, was geht ab? Perfekt. Miau. 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 Wow, ein Bungee-Sprung für einen goldenen Pfannenwender. Ich glaube, ich bin im Himmel. Ein King Jellyfish. Also wir könnten da hochgehen zum... Warte mal, gehen wir mal kurz hier rüber. Das ist ein Bungee-Sprung. Spongebob kann ja einen Bungee-Sprung machen. Von dem Bungee-Haken einen Bungee-Sprung zu machen, musst du den Schlauch drücken und ihn berühren. Du gelingst das, nach unten zu sausen, verlassen kannst du den Bungee-Haken, indem du die Kreistaste drückst. Da ist auch irgendein Haken dran, oder nicht? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ach nee, warte mal, das ist ja dieses... Ultimative Randalier-Erlebnis.
Ah, ich verstehe. Na komm. Ja. Ja, kriegst du nicht hin? Ja, ja. Jawohl. Sehr cool. Ich hab den Pfannenwender. Der goldene Pfannenwender ist meiner. So, ich muss wieder ein bisschen auf die Zeit achten. Ich will diesen, auf jeden Fall den Jellyfish King noch machen heute. Dann haben wir nämlich das abgearbeitet hier. Gut, das ist jetzt unwichtig. Komm ich da weiter? Nee, da komme ich jetzt nicht weiter. Aber der Weg ja zum König. Warte mal, hier ist noch was Blaues. Ist ja da hoch. Oder? Komm ich da. Okay. Da geht's wohl nicht weiter. Oder muss ich da rüber? Okay, das war nicht der Gedanke dahinter. War doch noch eine Kiste irgendwo, ne? Eine zweite. Ach, die Dinger, die spawnen immer neu, okay. War da nicht immer noch eine zweite Kiste? Die man öffnen konnte? Wegen, Kiste? Ja, wo waren die? Da ist die erste. Mann, die zweite. Hinten ist noch eine Socke. Da komme ich bestimmt jetzt auch nicht hin, oder? Wie komme ich denn da hin? Das muss ja auch einen Sinn haben. Also, das muss. Ich wollte ihn eigentlich jetzt gerade killen, aber gut. Eieiei. Jetzt haben wir's. Da komme ich dann zum Jellyfish King. Der Weg geht da hoch, oder? Ich habe 671, also wir können uns durchaus ein bisschen was leisten, aber ich muss mal gucken. Wo muss ich denn da lang? Hier war ich schon. Zu hübsch. Ich halte es nicht aus. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Wir holen uns mal kurz noch eine frische Unterhose, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier ist noch eine. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Aber wie muss ich da hier lang? Das hat doch irgendeinen Sinn. Da muss ich da echt durch. Ich dachte, muss ich da echt runter? Das überlebe ich doch niemals. Nee, das vermute doch. Oder auch nicht. Wie muss ich denn da lang? Na komm. Bereit.
Zeit für einen weiteren fantastischen Tag. So. Aber wo muss ich da lang? Ist natürlich jetzt total toll, dass alles wieder neu gespawnt ist, aber wo ist die scheiß Kiste? Aber wo muss ich da lang? Also hier geht es auf jeden Fall nicht weiter und es geht dann, gebe ich zu dem Jelly King, aber wo muss ich da lang? Okay, hier ist eine unsichtbare Wand. Hat ja schon seinen näheren Sinn, warum das da ist. Oder muss ich da irgendwie erstmal runter und dann darüber springen? Nee, das wäre kein Sinn, oder? Genau meine Größe. Jauch! Nimm das! Autsch! Eieiei! Frisch wie eine Frühlingsbrise! Die Roboter sind einfach so treffer als die Dings. Aber irgendwo... Macht das doch am meisten Sinn. So, jedenfalls haben wir es jetzt erstmal. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Aber irgendwo muss das doch seinen Sinn haben, dass ich da weiterkomme. Das war natürlich nicht beabsichtigt so. Aber wo muss ich da lang? Zur Hölle. Warte mal kurz, Gary, du weißt doch bestimmt irgendwas, ne? Du sagst es, Gary. Okay, da hat jetzt gar nichts mehr. Aber hier muss irgendwas sein. Weil ich muss hier weiter irgendwie, glaube ich. Aber ich komme nicht weiter. Die Kanone mal kaputt. Wo muss ich da lang? Das hat doch alles einen näheren Sinn. Ach, das ist ein Schalter, ne? Es glänzt. Hilfe. Genau meine Größe. Darüber. So.
Wie komme ich da hoch? Auf. Natürlich. Autsch! Zweifel über die... Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ha. So, jetzt haben wir da irgendwo einen Schalter, der hoch muss. Jetzt kommen wir da nicht auch rüber, weil die... Ist nicht auf Zeit, ne? Nee. Geil, klappt schon. So, können wir die nochmal? Ja. Super, das macht natürlich immer Sinn, da reinzuhüpfen. So, jedenfalls haben wir die Aufgabe schon mal gelöst. Aber die Frage ist, krieg ich den... Genau meine Größe. Oh Gott. Jedenfalls haben wir uns die Socke. Patrick sollte mal wieder waschen. Okay, jedenfalls haben wir die Sachen schon mal eingesammelt. Aber das ist bestimmt nicht, dass der Schalter vom King... Nee, das macht natürlich jetzt keinen Sinn. Wie komme ich zu dem scheiß Jellyfish King? Das muss doch irgendeinen Sinn, näheren Sinn haben. Darüber? Kann das sein, dass da irgendwo noch ein Schalter ist, denn da das Ding hier, dass ich hier nicht weiterkomme, dass ich hier unten irgendwo lang muss? Bestimmt. So, das Ding ist mal aktiv. Gott sei Dank deaktiviert hier die Kugelkanone. Moin denn. Schenkel öffnen ist klasse. So, genau meine Größe. Aber wo? Aber wo? Nennt mich auch Schwamminator. So, aber wo muss ich da... Wie komme ich zu dem blöden... Wie komme ich zu dem Jellyfish King?
gucke jetzt tatsächlich mal nach. Okay, schau mal, gibt's da nichts wirklich was? So kann ich wohl dieser Scheiß. Wo ich da lang muss? Irgendwas habe ich doch übersehen. Also der sagt ja, ich muss ja. Also ich. Nee, das ist. Es glänzt. Das hat doch irgendeinen näheren Sinn. Wie komme ich da lang? Der Weg da hoch ist ja relativ. Ja, und dann springe ich da ganz einfach in den scheiß Brunnen rein, ernsthaft? Ja. Hat sich natürlich jetzt mal gelohnt hier. Aber wie komme ich zu dem Scheiß? Zum King Jellyfish. Da muss aber schon. So, nehmen wir mal die Kanone raus, damit die mir nicht weiter auf den Serven geht. Oder hat das nichts mit dem Ding zu tun? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Das hat doch irgendwas damit zu tun da hinten. Aber wie komme ich da runter? Das hat doch damit irgendwas zu tun, nee. Das kann doch nicht sein. Aber irgendwas Näheres. Ich kann jetzt hier nicht eine Stunde lang warten, bis ich hier irgendwann mal fertig habe. Richtig, okay. Was hast du immer noch? Warte mal. Ja, was? Was hast du jetzt gemacht, Kollege? Der hat irgendwas gemacht, ich hab's nämlich nicht richtig mitbekommen. Das ist eigentlich recht simpel. Okay, ja, ich weiß, wie es geht. Ich habe jetzt ein. Es ist eigentlich recht simpel, liebe Leute. Ja, ich wollte es eigentlich jetzt noch dranhängen und das werde ich auch noch tun, auf jeden Fall, wenn es möglich ist. Es ist recht simpel. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück. Ihr macht das mit Viereck auf der PS4. Nimm das! Gut zu wissen.
Wir haben einen Checkpoint im weiteren. So, jetzt muss ich wahrscheinlich hier lang irgendwo. Ja. Jetzt haben wir ihn weg. Okay, den interessiert es gerade herzlich wenig. Autsch! So, weiter geht's. Ich nehme jetzt natürlich nicht an. Autsch! Eieiei. Okay. Das war jetzt eigentlich der Plan. Nee, nicht der Gedanke an der Sache, dass ich da jetzt nochmal rein muss. Warte mal. Aber ich hab den Checkpoint. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Super Mega Kombi. So, wo muss ich jetzt lang? Ich will mal kurz nochmal neue Boxen holen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. So, habe ich das auch? Jetzt muss ich gerade gucken, wo muss ich da lang? Hier irgendwo, oder was? Ich wollte muss das Blasenmodell beherrschen, um dieses Spiel spielen zu können. Okay, das brauchen wir jetzt also noch nicht zu spielen. Mit Sicherheit da hoch. Also eine Stunde haben wir noch nicht. Das ist zu klar. Lang. Auch definitiv nicht. Okay. Falls mir weniger der Gedanke dahinter, dass ich euch da hoch muss. Nein, müssen wir nicht. Wie muss ich da raus? Schenke öffnen ist klasse. Wo ist denn da lang? Muss ich da irgendwo hoch oder was? Jetzt, ich muss da. Nee, da bin ich ja hergekommen, ne? Das ist Schlamm. Okay, das ist klar. Meine Fresse! Was ist denn da los mit dem? Ja. Jetzt darf ich nicht daran, oder was? Ich will jetzt schon das Coinfeld abschließen. Meine Fresse, hey. Halt jetzt gerade mal ein bisschen raus. Ich dachte so. Ich lasse jetzt gerade mal mehr oder weniger in Ruhe, die Jungs.
da ist die zweite Kiste, okay. Sag mal hier. Die steht und schraubt und zischt, das ist der Duplikator-Tron 1000. Der 1000 wird weiter nur arbeiten, bis er zerstört wird. Okay, das heißt, ich muss jetzt weiter den. Ich muss die Maschine. Nennt mich auch Schwamminator. Ist die Maschine jetzt weg? Ein Pfannenwender! Dann machen wir das doch. So, darf ich jetzt. Bin ich jetzt gegen den Quallenking oder was? Oder wie sieht das jetzt aus? Mehr oder weniger. Wow, Meerjungfrau Mann! Ich habe alle deine Comics, Spielzeuge und deinen Briefverkehr! Okay. Was? Ach ja, das ist dieser Schwarmjunge. Also, was sollte ich dir noch sagen? Dass Patrick von Robotern umzingelt ist und meine Hilfe braucht. Nein. Ich glaube, es ging darum, dass meine Füße massiert werden sollten. Nein, also, wenn eine Fußmassage bei dir hilft, Patrick zu retten, dann muss ich das wohl machen. So, das tut er. Hilfe! Die machen, dass ich mich selbst haue! Die Fußmassage funktioniert wohl nicht. Ich sollte mir einen direkteren Ansatz überlegen. Meine Zehennägel schneiden? Nein. Patrick, ich komm... So. Dann geht's hier weiter jetzt. Oh, wie funkelnd. Ja, gut, es ist jetzt nicht wichtig, dass ich da jetzt die Sachen einsammle. Das war massig viel Spaß. Das sollte ich irgendwann noch mal machen. Vielleicht erzeugt diese Schalter einen Weg. Ich bin doch noch nicht weiter. Sie werden von Roboter schwer bewacht. Du musst dich durchkämpfen, um den Dings abzuarbeiten. Gut, dann machen wir den Quallenfunk nicht doch erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann wieder, wenn wir dabei sind. Dann nochmal. Dann fordern wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge raus. Bis dahin, tschüss.